Hab heute einen richtig guten Tag in Köln gehabt. Ich war gerade eben hier Sushi essen. Wer drinnen mag Sushi? Absolut niemand. Perfekt. Ich will immer sagen, ich gehe trotzdem hin, aber ich hasse Sushi, aber ich liebe Japanisch, ich liebe diese Sprache. Weil wenn die miteinander reden, der eine klingt immer so, als ob er den einen angreift und der andere klingt immer so, als ob er gerade kommt. Das ist wirklich kein Scheiß, ihr müsst aber genau hinhören. Der eine immer so, Hayakate, Konnichiwa, Hadate und der andere, oh. Ihr denkt, dann ist es vorbei, dann geht der Spaß erst los. Der gerade eben oh gemacht hat, dann sagt der irgendwas, hüt, 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 dann der andere auf einmal. Oh, oh, oh. Ich saß da, ich so, Die gucken mich an, Japanese. Ich so, Direkt. Und ich habe mich schon immer gefragt, woran das liegt, dass die Japaner am Ende des Satzes immer so ein Erlebnis haben. Ne? Ich habe die Lösung. Das liegt daran, dass in der japanischen Grammatik, anders als bei uns im Deutschen, ist das Verb mit Satzklammer und allem immer am Ende vom Satz. Das heißt, der arme Japaner weiß gar nicht, worüber der andere labert, bis das allerletzte Wort fällt. Wisst ihr, was ich meine? Jeder Satz ist für die wie Rätselraten. Jetzt macht dieses Geräusch Sinn. Die sitzen da jedes Mal, oh, worüber redet Yamamoto diesmal? Worüber redet Yamamoto diesmal? Oh! Vielen Dank, das war's von mir. Danke sehr.